Lieben und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16. So, nachdem wir in Boglad unseren Händlerpass zurückbekommen haben, können wir endlich mit der Karawane Richtung Kristalldominium, wo wir uns hoffentlich halbwegs ungesehen reinschleichen können. Ich sehe hier Schwerter. Ich glaube, es geht direkt zu einem Kampf, aber wir können auch nirgends zurück. Wir können auch jetzt keine Nebenmissionen mehr machen. Nichts. Wir wurden vorher nicht gefragt, also gehe ich davon aus, dass die Nebenmissionen auch hinterher noch verfügbar sein werden. Von daher, uns bleibt eh nichts anderes übrig. Ab dafür und rein da. Augen zu und durch. Was machst du mit mir? Hä? Pass doch nur auf, dass dich dieser Riesen Wolf nicht frisst. Komm schon. Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Der Hafen ist leer und auch die Hälfte der Marktstände. Die Stadt wirkt zwar friedlich, aber sie gleicht einem Pulverfass. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Rufen wir Gav. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Ich schicke einen Stolas. Was ist, Großer? Oha! Weg hier! Schnell! Hat er schon losgelegt? Kleine schon wieder. Die mit den Medikamenten, oder? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Torgal! Hier lang. Am Ende müssen wir gar nichts machen. Dächer. Feuer in der Nacht. Ey, wenn es so weitergeht, müssen wir wirklich nichts mehr machen. Dann zerstört irgendwer anders. Die Stadt brennt. Götz wird es bemerkt haben. Gehen wir zum Treffpunkt. Der Platz am Glockenturm. Im Stadtzentrum, richtig? Ach so, stimmt, da war was. Müssen wir über die Dächer oder können wir... Nee, wahrscheinlich müssen wir über die Dächer. Kaiserliche Dragons. Sag ich doch. Wir müssen gar nichts mehr machen. Jetzt geht's aber ab hier. So, hier ist der Glockenturm. Was
Was zur Hölle passiert hier? Finden wir es raus. Gut. Aber erst suchen wir Götz. Naja, der wollte uns nicht. Hoffentlich ist er wohl auf. Ah, je. Ihr dort! Still geblieben! Muss das sein? Nö, machen wir ganz schnell. Oh, oder auch nicht so schnell. Ganz nah dran. So, wo müssen wir hin? Torgal? Da, okay. Das ist noch eine Truhe. Dass ich mal froh sein würde, in der Kanalisation zu landen. Besser nicht, was die da runtergeschmissen haben. Das ist mit den Bewohnern des Machtviertels. Wir wurden bereits evakuiert. Hauptmann. Gut.
Okay. Da ist er. Der Glockenturm. Ach, das andere war noch nicht der Glockenturm. Okay. Weiter. Das andere war noch nicht der Glockenturm. Ich dachte vorhin, das wäre schon der Glockenturm gewesen. Ich habe mich schon gefragt, warum wir jetzt weiter götzen müssen, aber okay. Lastkran. Und Jill fliegt einfach hinterher, wo oder? Wo in Vigors Namen kommt ihr plötzlich her? Theoretisch hier wieder raus teleportieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch? Könnten wir, wenn wir lustig wären. Spannend. Wie machen wir hier weiter? Jetzt reine Neugierde. Angriff! Verteidigt das Tor! Erledigt. So. Alles gut? Alles gut. Weiter geht's. Durch das Tor, verdammt, oder? Suchen wir einen anderen Weg. Mist. Na gut. Torgal. Wohin? Das Dach.
wieder. Ah, da, Treppe. Sehr finster, wollte ich gerade sagen. Der braucht ja eigentlich nur aus der Stadt zu fliehen, ne? Naja, gucken wir mal. Na, hier kommt doch etwas Größeres. Befehl des Prinzen! Kein Durchlassen! Was uns hier gleich erwartet. Nix, kein Trank. Hier haben wir noch einen Trank. Wenigstens werden die automatisch verwendet, wenn das Inventar schon voll ist. Manchmal bleiben die ja bei anderen Spielen auch einfach. Sie kommen von den Mauern! Ah, jetzt habe ich sie weggeschleudert. Siehst du Götz irgendwo?
heißer Drache. So, mal gucken, ob Götz hier irgendwo ist. Oder ob. Hoffentlich war der nicht im Turm. Hier drüben, Clive! Ach, Gott sei Dank. Der war riesig! Götz, da steckst du ja. Ich wusste echt nichts vom Drachen. Na gut, verschwinden wir. Was jetzt? Ist das der Kern des Kristalls? Was sucht der denn da oben? Also... Und, wie geht's jetzt weiter? Wir zerstören den Kern. Und, wenn er wiederkommt? Sobald die Flammen erlöschen, rücken die Kaiserlichen und Dalmeka hier ein. Wir haben nur diese eine Chance. Und Bahamut ist fürs Erste weg. Bring dich so schnell wie möglich in Sicherheit, Götz. Was? Und euch zwei im Stich lassen? Das mache ich nicht! Wenn ihr bleibt, bleib ich auch. Ich habe alles eingepackt, bevor ich abgehauen bin. Also, wenn ihr was braucht, fragt mich. Ich gebe euch aber nichts umsonst. Sonst bekomme ich Ärger mit Tante. Danke, Götz. Äh,
Okay, was ist gerade passiert? Er hat jetzt gerade doch den Kristall zerstört, aber es ist ein neuer nachgewachsen. Habe ich das richtig interpretiert? Okay. Lass mich nur mein Zeug rausholen. Götz Bütchen, Götz Amboss. Mhm. Ja. Gut, hier, bitteschön. Da will ich jetzt nicht durchlesen. Tränke sind gut. Brauchst du noch was anderes? Gut, hier, bitteschön. Danke. Gerne. Und darf ich dir was schmieden? Schmieden kannst du auch. Diamantschwert plus eins. Fertig! Fertig! Glaub ich. Schön für dich. Ja, Seidenschärpe. Habe ich's richtig gemacht? Oh, passt schon. Fertig! Fertig! Glaube ich. Ja, jetzt hätte ich die Armreife gar nicht kaufen brauchen. Naja. Und ich kann sie noch verstärken. Hoffentlich bist du zufrieden. Ha! 10-mal besser als vorher! Mindestens. Ich hab's geschafft! Okay, nice. Das war dann alles, oder? Oh, das war jetzt mal alles. Wuff. Sei tapfer, mein Großer. Na dann, meine Lieben. Ich würde sagen, es reicht für heute. Beim nächsten Mal. Wir können ja... Ja, theoretisch können wir woanders hin, ne? Ja, können wir schon. Ob wir das wollen, ist die Frage, weil... Holla die Waldfee, was geht da ab? Was ist mit Prinz Dion los? Was ist mit Bahamut los? Das wollen wir dann beim nächsten Mal herausfinden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und wir sehen uns. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.